Ibaty hat sein Zahlenschloss mit drei Ziffern verschieden von 0 abgeschlossen und es zeigt jetzt den Code 357. Der berüchtigte Fortomat weiß, dass jedes Rad um eine Stufe gedreht wurde, weiß aber nicht, in welche Richtung es gedreht wurde. Frage: Wie viele Kombinationen muss er höchstens versuchen, um das Vorhängeschloss sicher zu öffnen? Nehmen wir an, Ibaty habe in diese Richtung gedreht, das heißt der Code 357 wird verstellt zu 468. Wenn Fortomat von hier startet und in die andere Richtung dreht, dann kann er das Zahlenschloss sofort öffnen, also reicht hier ein einziges Mal. Wenn Fortomat aber in dieselbe Richtung weiterdreht, so erhält er die Kombinationen 5, 7, 9, 6, 8, 1 und so weiter, bis er letztendlich auf die richtige Kombination stößt. Also wie oft hat er jetzt gedreht? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Mal. Die Endantwort auf die gestellte Frage ist also 8. Im nächsten Tutorial werden wir eine weitere Frage der Mathematik-Olympiade beantworten.